Herzlich willkommen zum Thema Renovierung und Sanierung, natürlich Wohngesund. Wir bezeichnen uns als die Spezialisten im Thema Wohngesundheit und dieses Thema möchten wir sehr gerne übertragen auf das Thema Sanierung. Wir wissen alle, Deutschland ist gebaut. Der Neubau ist sowieso im Moment etwas in einer schwierigen Lage und es gibt sehr viele Gebäude, an denen man etwas tun kann und tun soll. Und wir möchten Ihnen heute gern zeigen, dass dies auch geht, nämlich die Synthese zwischen Gebäudebestand sanieren, renovieren, äh, restaurieren und Wohngesundheit. Das geht tatsächlich Hand in Hand und da möchte ich Ihnen gern zeigen, wie. Weil wir dazu ein passendes Produktportfolio haben. So, wo stehen wir? Wir wissen alle, im Moment ist die Zinssituation schwierig und die politische Situation mit sehr großen Auswirkungen auf den Bausektor. Der Neubausektor ist eingebrochen. Das heißt, ich glaube, wir alle kümmern uns im Moment äh, verstärkt um die Sanierung und fokussieren viel stärker die Sanierung. Wir wissen alle, der Klimawandel ist spürbarer geworden. Deswegen hat es durchaus auch Auswirkungen auf unser gebautes Wohnumfeld. Wir wollen alle sozusagen energiesparender werden. Also tun wir etwas an unseren alten Gebäuden mit der Konsequenz, dass sich damit sozusagen durchaus das Innenraumklima verändert und die Innenraumluftqualität in ganz neuen Fokus bekommt. Und hier ist es auch so, dass wir das durchaus in der Sanierung in Betracht ziehen müssen. So. Deutschland hat sich entschieden raus aus der fossilen Energie. Das heißt, Ressourcenschonung ist ein sehr wichtiger Punkt. Wir wollen die graue Masse, die bereits gebaut ist, die graue Energie, die bereits reingeflossen ist, sozusagen mitnutzen, um äh, den bereits gebauten Gebäudebestand zu ertüchtigen. Umnutzung und Reuse um, ist durchaus en vogue und es gibt ja ganz viele tolle Beispiele. Und da gibt es auch ganz viele, vielleicht neue um, Denkpunkte, uh, welche Materialien könnten sich hervorragend eignen, mit welchem Einfluss. Und auch das möchten wir heute kurz ansprechen. Der Druck, sein Haus warm einzupacken, wird für die Hausbesitzer immer dringender. Eigentümer äh, kümmern sich verstärkt darum, um auch sozusagen immer noch im ähm, Bereich Vermietung äh, zum Beispiel auch entsprechend ähm, den Standard halten zu können, um eben Heizkostensteigerungen auch abzufangen. Nachhaltig ist, wenn keine Schadstoffe in den Innenraum kommen, und das ist unser Credo vor allem auch für die Sanierung. Das heißt, wir wollen nicht nur, dass alle Menschen gesünder, energiesparender und schöner wohnen, wir wollen vor allen Dingen mit unserem Handeln als Hersteller natürlich auch den Nachhaltigkeitsaspekten hier sehr stark jetzt ähm, ja, unter, ähm, hier, unter allen Umständen äh, unserem Part dazu beitragen. Bei uns heißt dieses... Projekt beziehungsweise die Philosophie, die dahinter steht, Go Tomorrow, das ist für die Zukunft getracht, äh, betrachtet. Wir wollen intensiv beitragen zu sinnvollen, ressourcenschonenden Sanierung und das bedeutet eben, dass unser Anliegen, das wir seit Jahrzehnten mit unseren Materialien verfolgen wollen, gesunde Innenräume zu schaffen, auch auf die Sanierung übertragen. Das heißt, Materialien, die hohen Ansprüchen und Anforderungen genügen, zum einen in der Hinsicht wohngesundheitliche Unbedenklichkeit, aber auch in puncto Effizienz, Handhabbarkeit, Verarbeitungssicherheit, Problemlösungsvielfalt und Schadstofffreiheit in sich vereinen. Und das gilt auch für viele Materialien, die eigentlich bislang eher eine Außenanwendung erfahren haben, dass wir die durchaus auch im Innenraum unter diesem Aspekt wohngesundheitliche Unbedenklichkeit jetzt direkt pushen können dazu finden sie in dieser kleinen broschüre auf der homepage ähm, einfach dann auch die informationen auch vom außen nach innen weil hier geht es jetzt in der sanierung hauptsächlich um den schwerpunkt sanierung im innenbereich. so wer das thema wohngesundheit aufbereitet sich äh, noch mal selber ein bisschen einarbeiten möchte oder sich äh, damit einfach vertraut machen möchte, da verweise ich auf meinen Schulungspart 4.2 Wir sind Wohngesundheit, ähm, den Sie ebenfalls in unserer Akademie online finden können. So Wohngesundheit innen. Da geht es häufig jetzt bei größeren Projekten vor allem schon um auch Gebäudezertifizierung und das sei an dieser Stelle gleich gesagt, dass wir auf die wohngesundheitliche Unbedenklichkeit zertifizierte Produkte bieten mit den zertifizierten Ergebnissen die Basis für Gebäudezertifizierung, LEEDS, BREEAM, vor allem DGMB und QNG. Ähm, da sind wir ganz klar im Vorteil mit unseren vielen, vielen, vielen eco institut labeln die wir eben haben. Die können wir dort alle ähm, eben positiv einbringen, unseren EPDs und, und, und. Das heißt, wir haben auch die entsprechende Datenbasis eben für die Gebäudezertifizierungen dann an der Hand. Ja, wie Sie alle wissen, wir haben über 70 geprüfte ECO-Institut gelebete Produkte in unserem Produktportfolio. Viele mit dem Hauptanwendungsspektrum Innenraum, aber auch viele Produkte, die man dort nicht unbedingt vermuten würde. Und für den Bereich Sanierung, da macht es sich sehr, sehr stark bemerkbar. Sanierung wissen wir alle, Sanierung bedeutet Probleme und die müssen gelöst werden und sehr viele Dinge, die man häufig erst im Laufe der Sanierung überhaupt sieht und feststellen kann und man dann eben nach einer Problemlösung sucht. Deswegen ist Produktvielfalt hier schon die erste große, richtige Antwort. Weil wir uns nicht mit einem Produkt bescheiden müssen, sondern wir können aus dem gesamten Sortiment sozusagen Produkte anbieten. So, ich fange gleich mit einem Produktbereich an, nämlich Ionet. Ionet Finish und Ionet Color, das sind zwei Produkte, die zur Innenraumluftaktivierung beitragen können. Und da gibt es ideale Anwendungsfelder die wir bei der Sanierung durchaus sehr sinnvoll eben in Fokus nehmen könnten. Und zwar Räume mit bereits totgestrichenen, also mehrmals gestrichenen Flächen. Wenn die hier nur anstrichtechnisch ertüchtigt werden sollen, dann ist zum Beispiel Ionit Color eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um sozusagen mit Anstrich, der ein eine Ionisierung des Innenraumes und damit eine energetisierung eben realisierbar macht. Ganz besonders toll ist diese Möglichkeit gegeben bei Trockenbaukonstruktionen, da kann mit Ionit Finish und Ionit Color sozusagen diese Energetisierung, diese Ionisierung des Innenraumes hervorragend gestaltet werden und auch bei Gebäuden, die zum Beispiel eine Umnutzung erfahren und aus Beton gebaut sind, ähm, eignet sich hervorragend, um hier eben äh, mit Ionet ähm, die Räume energetisch zu ertüchtigen. Aktive Verbesserung der Innenraumluft eben durch diese Ionisierung, was sozusagen im Empfinden dann häufig zu einer Verstärkung der eigenen energetischen Ressourcen eben beitragen kann. Wohngesundheit für das Unsichtbare darunter. Da kommt jetzt gleich etwas Verwunderliches, aber Innenraum besteht zu einem großen Teil eben aus ähm, Boden, auf dem wir stehen. Und da kann man ganz klassisch sagen, dass es tatsächlich das Unsichtbare darunter. Äh, nämlich, dass das hier fünf Produkte sind, die wir im Bereich Estrich, <laughs> Entschuldigung, Ausgleichsmasse und Fliesenkleber eben anbieten können. Wir wissen sehr genau, dass wir hier jetzt nicht äh, die großen Wettbewerber ähm, darstellen für ähm, die großen im Markt, aber wir haben ein kleines Feines. Sortiment im Fußbodenbereich mit diesem Schwerpunkt wohngesundheitliche Unbedenklichkeit. Wir wissen alle, in der Sanierung geht es häufig darum, um nur gewisse Bereiche, Bäder zum Beispiel, auf die Schnelle zu sanieren. Also sind Schnellerstriche prädestiniert, wenn Sie hier sogar wohngesundheitliche Unbedenklichkeit nachweisen können, um eine tolle Badsanierung hier eben hinzubekommen. Nivellier- und Ausgleichsmassen in der Sanierung bestehende Böden, die dann eben nochmal ausgeglichen werden müssen, um einen geeigneten Untergrund dann zu bieten für ähm, jede Art von Bodenbelägen, haben wir mit der Nivello 50 eine wohngesunde äh, Nivellier- und Ausgleichsmasse am Markt. Und mit unserem baumarkt flextop einen ähm, Fliesenkleber- ähm, eben mit allerbesten Ver äh, Verarbeitungsperformance, äh, der sich eben ebenfalls wohngesundheitlich unbedenklich gelabelt in dieses Fünf-Produkte-Sortiment eben sehr gut einfügt. Das heißt, mit dieser Wohngesundheit fürs Unsichtbare darunter, ähm, wir wissen alle, der Boden spielt quadratmetermäßig und für die Raumluft dann eben doch eine große Rolle, ist es durchaus eine sinnvolle Überlegung, hier eine Entscheidung pro Wohngesundheit zu treffen. Es gibt noch einen weiteren Aspekt, der wohngesundheitlich durchaus eine Rolle spielt, nämlich, dass schwere Baustoffe und da zählen Estriche, Nebeliermaßen, Fliesenkleber alle mitsamt dazu, weil ihre Rohdichte einfach relativ hoch ist und diese Baustoffe damit schwer sind, dass sie beitragen zu einem gewissen Speichervermögen im Bereich der Sanierung durchaus ein sinnvoller Punkt, das mit einzukalkulieren, weil eben schwere Baustoffe in Bezug auf Wärmespeicherung äh, durchaus einen positiven Impact geben können, als auch Speicherung der Kühle im Sommer, ähm, weil eben hier diese Baustoffe, diese schweren Baustoffe durchaus ein Trägheitsmoment haben, was in der Speicherwirkung jeweils positiv nutzbar ist, als Auswirkung in die Raumbehaglichkeit. Dann gibt es etwas, was wir alle als sehr störend empfinden, nämlich Schimmel. Er stört auf jeden Fall das Wohlbefinden, geruchlich, gesundheitlich. Es wirklich ein ganz großer Faktor, ähm, um ungesundheitliche äh, Beeinträchtigung sehr stark zu empfinden. Das heißt, Schimmel wollen wir außen vor haben. Hier kann man, angefangen von der Dämmung natürlich schon, sagen, kann man etwas Positives tun, nämlich ähm, Vergleichmäßigung der Oberflächentemperaturen innen bedeutet, dass sich die Raumtemperaturen und die Oberflächentemperaturen der Wände viel leichter, viel besser und viel differenzloser angleichen lassen, was immer dazu führt, dass dem Schimmel sozusagen seine feuchte Basis entzogen wird an kühlen Stellen, die es dann nicht mehr gibt. Aber das allein reicht natürlich häufig nicht aus, wenn ich außen zum Beispiel im Bereich der Sanierung gar nichts tun kann, weil ich nicht Wärme dämmen kann oder will. Dann gibt es die Möglichkeit mit Baumet-Antischimmelsystem auf Basis von äh, einem Kalkputz, ähm, der praktisch Kleber und Oberbeschichtung in einem Ösch und vor allem auf Basis einer hochgradig kapillarsaugfähigen äh, Platte äh, eben das Risiko von stehender Feuchtigkeit an der Rauminnenseite. Ähm, eben so stark minimieren, dass äh, Schimmel nicht mehr wachsen kann, dass Schimmel sich nicht mehr breit machen kann. Daher ist unser Anti-Schimmelsystem in der Sanierung sozusagen ein prädestiniert wohngesundheitlicher Bereich und hat eben auch die Sicherheit, dass der Kalkputz an sich ja schon Schimmelsporen auch nochmal abtötet. Und dann für lange Zeit aufgrund seiner Alkalität kein Schimmelwachstum zulässt, aber auch die kapillar stark saugfähige Platte eben immer eine trockene Oberfläche schafft, sodass hier kein äh, Feuchtigkeitsanfall eben wieder zu erneuter Schimmelbildung führen kann. Innenminerale stämmen. Das ist auch eine Alternative. Die geht bei uns mit äh, sozusagen zwei Produktbereichen, mit einem Putzprodukt. Auf Basis von NHL, also natürlichem hochhydraulischem Kalk, ist im Punkt Dämmputz vielleicht nicht ganz so wärmedämmend wie manche andere Dämmputze, mineralischen Dämmputze am Markt, aber vor allem in Bezug Sanierung und Denkmalpflege spielt ja häufig die Zementfreiheit und das Vorhandensein eines natürlichen hochhydraulischen Kalkes als Bindemittel. Auch eine entscheidende Rolle. Das heißt, ich kann mit Dämmputz mineralisch innen dämmen, ohne Styropor, ähm, auch noch mit dem sehr positiven Punkt, dass ähm, brandschutztechnisch ein mineralischer Dämmputz immer A1 ist und von daher auch nochmal ähm, positiv hier wirkt. Aber eben dieses Kalkbindemittel hier positive Aspekte von Verwendung von Kalk im Bereich eben hier bei der Sanierung wohngesundheitlich sich positiv auswirken können. Ganz kurz vorher war das Antichemissystem vorgestellt worden. Wenn wir hier die Plattenstärken etwas dicker nehmen, nämlich ab 50 mm bis eben zu 80, 90 mm, können wir hier eine Richtige Innendämmung bieten. Ähm, dann eben nicht mehr mit einem Kalkputz, sondern dann als äh, Kleber und äh, Armierungsmittel kommt dann eben Multikontakt zum Tragen. Beides ähm, ist äh, Eco-Institut Label geprüft und von daher zertifiziert, sodass wir auch mit der Baumit Innendämmung hier ganz safe sind und im Sanierungsfall hier eben auch eine sehr gute Möglichkeit einer energetischen Sanierung von innen eben auch bieten können. Unser Ziel insgesamt in dieser wohngesunden Sanierung ist, dass wir effiziente Sanierungen gewährleisten können. Und das hängt natürlich an der Produktauswahl. Deswegen haben wir hier den großen Vorteil, mit unserer Vielzahl an Produkten können wir eben eine Sicherheit durch unabhängig strenge Zertifizierung, alle zwei Jahre wird rezertifiziert, eben bieten. Die Handhabbarkeit und die effiziente maschinelle Verarbeitung ist für uns eine Grundbedingung, weil vor allem also im Neubau per se, aber in der Sanierung. Die Kosten laufen am Bau überhaupt davon. Das heißt, effizient zu sanieren bedeutet auch Maschinenputze einsetzen zu können und Sanierungsprodukte auch weitestgehend an einem Charakter eines Maschinenputzes auch auszurichten. Das heißt, maschinelle Verarbeitung ist eine der Grundvoraussetzungen für Effizienz und das versuchen wir so gut wie überall gewährleisten zu können. Problemlösungsvielfalt hängt eben an der am Markt einzigartigen Produktvielfalt. Wir müssen uns nicht entscheiden oder sagen, ja, ich habe nur einen Kalkputz zu bieten, sondern vom Fußboden bis zur Decke an der Wand mit einer einzigartigen Produktvielfalt richtet sich vor allem danach, was habe ich für Sanierungsprobleme zu bewältigen und danach suche ich das Produkt aus, weil eigentlich immer etwas dabei ist, was dann wohngesundheitlich komplett unbedenklich ist. Einfachheit halt durch Multifunktionalität, diesen Bereich der Multiprodukte, den stelle ich Ihnen heute noch sehr speziell vor. Und die wohngesundheitliche Unbedenklichkeit ist auch für die Sanierung eben im Innenbereich äh, Grundbedingung, die wir erfüllen, um Ihnen eben Sicherheit zu bieten, dass Sie da immer auf äh, eine schadstofffreie Innenraumluft dann eben vertrauen können. So, wir wollen schnell ergiebig und mineralisch sein, vor allem im Innenraum. Das ist das Gebot der Stunde. Wohngesundheitlich unbedenklich heißt eben auch, dass wir uns sehr speziell auf die mineralischen fokussieren, weil wir wollen ja hier jetzt nicht organische äh, Stoffe einbringen, die eben für lange Zeit ausdampfen, sondern tatsächlich ähm, uns auf die Mineralität beschränken. Und damit geht Sanieren. Mit ganz großer Sicherheit genauso gut, genauso leicht, genauso einfach und genauso sicher, um nicht zu sagen viel sicherer, weil wohngesundheitliche Unbedenklichkeit bedeutet, dass es schlichtweg nachhaltig ist. Wir müssen keinen Ausbau realisieren, weil Stoffe mit bei sind, die dann eben ungesund sein könnten, sondern wir können garantieren mit den Zertifikaten, dass hier eben keine Gefahr besteht. Das heißt hier beispielsmäßig äh, eines unserer wichtigsten Leichtputzprodukte, der äh, Pro MP69 Speed, ein schnelles Produkt. Also das heißt auch Speed, diese Effizienz, dieser Effizienzgewinn äh, an einem Schnellzementprodukt auch äh, aufzuzeigen. Das hilft ja in der Sanierung häufig auch, dass ich auf Materialien zurückgreifen kann eben mit diesem Effekt nicht bloß ähm, reduziert bin auf ein paar wenige oder ein einziges Produkt, sondern hier diese Vielfalt uns all die Vorteile eben auch ähm, dann ermöglicht, dass Sanierungen in einem sicheren Kostenrahmen dann eben auch geplant und ausgeführt werden können. In der Sanierung spielt aber auch eine Rolle, jetzt sage ich mal, auf was ähm, der Endkunde häufig Wert legt. Und manche Endkunden möchten ähm, Wandputze, Beschichtungen haben, wo sie sich sicher sein können, dass auch keine verarbeitungsverbessernden Zusätze dabei sind. Eine Möglichkeit bieten hier zum Beispiel Lehmputze. Unsere Viet- und Lehmputze bestehen aus nichts als Lehm und Sand, sind aber eben so rezeptiert, dass wir sie als Maschinenputze durch die Putzmaschine schicken können. Und das ist ein großer Effizienzgewinn, um eben Lehmputz zu verarbeiten. Und es ist eine total kreative und schöne Raumgestaltung damit eben möglich mit dieser hohen Sicherheit, dass Lehmputze eben wahnsinnig sortiv positive Eigenschaften mitbringt, also Feuchtigkeit sehr gut aufnehmen können und an die Raumluft wieder abgeben, sobald der Raum trockener wird, aber eben auch hinsichtlich wohngesundheitlicher Unbedenklichkeit, also keine Schadstoffe mitbringen wie VOCs, Schwermetalle. KMR-Stoffe eben mit diesem e sicher ist, dass hier wohngesundheitliche Unbedenklichkeit garantiert ist. Hier sehen Sie ein Beispiel, wie Lehmputz eben auf Lehmsteinen verarbeitet wurde. Das heißt auch in der Sanierung, Umbauten von alten Gehöften durchaus eben eine sehr adäquate Möglichkeit. Sanierung wohngesund und sehr interessant umzusetzen. Generell wollen wir mit unseren auch wohngesundheitlich unbedenklichen Produkten die kreative Gestaltbarkeit sozusagen auch unterstützen bzw. haben im Fokus, dass kreative Gestaltbarkeit im Innenraum möglicherweise noch eine viel größere Rolle spielt als wie außen und es daher immer sinnvoll ist, dass auch all diese wohngesundheitlich unbedenklichen Produkte kreativ gestaltbar sind. Wenn Sie hierzu Interessenslage haben, auf unserer Homepage finden Sie die Broschüre "Zeitlose Kreativität" mit ganz vielen Vorschlägen und da können Sie auch dann äh, auf unseren ähm, TZIs technischen Zusatzinfos äh, zum Beispiel nachgucken, mit welchen Materialien diese vielen Vorschläge umsetzbar sind. und das sind immer auch Produkte in diesem wohngesundheitlich unbedenklichen Produktportfoliobereich mit dabei. So. Ich habe gesagt, dass wir einen Schwerpunkt haben, nämlich Multiprodukte, die in der Sanierung eine sehr große Rolle spielen und dort auch eine sehr besondere Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten erfahren. Deswegen Multitools bei Baumit. Sie sind tatsächlich wie ein Multitool, wie ein Schweizer äh, Taschenmesser, ein Schweizer Multitool, eben multifunktional einsetzbar und haben mehr als wie nur einen Anwendungsbereich. Ähm, wie Sie hier sehen, eine ganze Reihe an Produkten, und dem widmen wir uns jetzt jeweils einzeln. Für die Sanierung. Seit mehr als 30 Jahren eines der wichtigsten Produkte für die Sanierung außen. Und natürlich auch innen ist unser Multikontakt MC55W. Wir wissen alle Spezialfasern im Übrigen, die werden zukünftig nicht mehr Pro Polypropylenfasern sein, sondern wir werden umstellen auf nach Fasern aus nachwachsenden Rohstoffen. Auch hier, Go-Tomorrow. Und Nachhaltigkeit ist etwas, was wir einfach leben. Und wo wir immer nach Lösungsmöglichkeiten suchen, um dem einfach täglich näher zu kommen, auch in der Rezeptierung unserer zum Teil sehr etablierten Produkte, ohne dass wir in der Performance Abstriche machen müssen, aber eben ungesundheitlich unbedenklich bleiben und gleichzeitig der Frage nach Nachhaltigkeit eben hier sehr viel näher kommen. Ähm, dass Multikontakt einen ganz idealen Festigkeitsaufbau hat ähm, zur Überarbeitung von bestehenden Altputzen, tragfähigen Altputzen von tragfähigen Altanstrichen, die man dann eben nicht runternehmen müsste, äh, sondern mit Multikontakt überarbeiten kann, ist in der Sanierung nicht nur außen sozusagen äh, eine sehr gute Sache, sondern auch innen und kann innen genauso in der gleichen Art umgesetzt werden. Natürlich ist es eine Haftbrücke direkt auf Beton, lässt sich dann auch sehr kreativ gestalten, ähm, aber es ist eben auch äh, ein einzigartiges Universalprodukt für innen und für einen Haftputz hier jetzt nicht gerade ähm, sozusagen schon die allererste Logik, warum das ein wohngesundes Produkt sein soll, aber eben gerade, weil diese Multifunktionalität, so viel Problemlösungs Potenzial bietet in der Sanierung. Es ist gerade wichtig, dass so ein Produkt auch eben die wohngesundheitliche Unbedenklichkeit bestätigt bekommen hat und wir hier nichts einsetzen, was eben zu Problemen führen kann und wir daher Ihnen diese Sicherheit bieten können. Und sie mit Multikontakt sozusagen innen so agieren können mit all seinen vielen Vorteilen, die er bestens ausspielen kann, auch innen eben äh, Probleme lösen können. Ähnliches gilt für den ähm, Multifine RK70N. Ein Produkt, was viele für Außen, für Sandsteinartige oder für Bossenstrukturen eben sehr stark im Kopf haben. Aber sind wir ehrlich, dieses Produkt ist hervorragend in der Verarbeitbarkeit, hat eine sehr schöne, feine Oberfläche, die auch sogar geglättet werden kann, wird matt, glatt, ähm, hat eine für ein Kalkprodukt sehr gute Festigkeit. Außergewöhnlich vielseitige Gestaltbarkeit und in der Sanierung, da reden wir ja auch Sanierung von Denkmälern, auch innen ähm, kann das eben eine große Rolle spielen und ist da eben auch gern gesehen, weil es ein Produkt ist, wo wir seit Jahrzehnten eben sehr gute, äh, sehr positive Erfahrungen haben und uns jetzt eben auch äh, mit dieser wohngesundheitlichen Unbedenklichkeit der Fokus innenraum. Viel stärker in den Blick genommen haben, dass es auch dort sehr gut angewendet werden kann für feine, glatte oder fein gefilzte, hat eine sehr schöne feine Filzstruktur, ähm, eben was im historischen Charakter, aber auch bei moderner Ausführung durchaus seinen Charme hier voll entfalten kann. Haftmattel HM50, eigentlich die Haftbrücke bei uns in unserem Produktportfolio schlechthin. Auch der trägt das Eko-Institut-Label und ist zertifiziert. Sehr kontaktstark. Natürlich ist er weiterhin in Linie sozusagen auch das Ungesehene darunter und das kann er auch innen eben ausspielen. Aber er ist natürlich auch ein Material, was zur Ausbesserung von Betonflächen außen, aber natürlich auch innen eben seine Vorteile ausspielen kann. Und sehr gut kreativ gestaltbar ist. Das heißt HM50, ein klassischer Haftmörtel, eine klassische Haftbrücke, ist hier als wohngesundheitlich unbedenkliches Produkt durchaus auch sehr empfehlenswert für alle seine Anwendungsbereiche, auch in der Innenanwendung. Alle drei eignen sich ideal für Wandgestaltung, zum Beispiel in Kampf. Techniken, Aber nicht nur, das ist nur ein Beispiel. Sie sind aber in ihrer Performance total unterschiedlich. Haftmörtel hat die höchste Festigkeit, dann kommt Multikontakt und dann AK70N. In ihren Körnungen sind, sind unterschiedlich, in ihrer Farbigkeit sind sie sehr unterschiedlich. Das heißt, je nachdem, was ich für eine Oberfläche gestalten möchte, welche Problemstellung ich in der Sanierung habe, ist eins dieser drei Produkte mit Sicherheit immer sozusagen absolut das richtige Material der Wahl? Ähm, by the way, wir hatten schon kurz den viton und Lehmputz angesprochen. Ähm, RK70N, also Multi-Fine, kann auch als Haftbrücke genutzt werden, zum Beispiel für Lehmputz. So, und alle drei hatten zum Beispiel am Residenzschloss in Dresden Einsatz im Innenbereich und vor allem der RK-70N äh, kam hier zum Tragen in äh, den großen Ausstellungsräumen als sehr feine Oberfläche, die eben dann auch äh, weiß oder farbig beschichtet wurde. So. Was natürlich auch in der Sanierung häufig eine Rolle spielt, ist, dass wenn Gebäude entkernt werden, wenn Gebäude saniert werden, dass der Putz ganz abgenommen wird und wir dann sehr, sehr deutlich sehen, dass es dort ähm, sozusagen sehr unruhiges Mauerwerk mit großen Ausbrüchen und mit Fugenbereichen gibt, die eigentlich... Klassischerweise in der Sanierung eher mit Rassmörteln, mit Mauermörteln äh, gefüllt werden und dann ein Grundputzaufbau erstmal stattfinden muss. Hier haben wir ein Produkt jetzt, den Multimineralpor 830, den wir noch gar nicht so lange in unserem Sortiment haben, der in der Außenanwendung sich aber schon sehr, sehr gut etabliert hat als Ausgleichsputz. Und wir aufgrund der Tatsache, dass wir auch hierfür das eco institut label Zertifikat eben bekommen haben, ihn prädestiniert sehen für die Anwendung auch im Innenbereich, wenn es um Ausgleich von fehlenden Mauerwerkssticken oder auch Mauerwerkstärken eben handelt. Dass, wenn eben so wie hier sichtbar ähm, ausgeglichen werden muss, dann ist hier ein leicht polymervergüteter Leichtputz Typ 2, Sozusagen eine ideale Lösung. Und darauf kann ich dann mit Kalkputzen aller Art weiterarbeiten, aber der Ausgleich mit sehr wenig Riss, äh, Rissrisiko, mit sehr wenig Risiko, dass ich auch bei hohen Auftragsstärken, also bis 30 mm sowieso, ähm, überhaupt kein Problem haben werde. Und eine sehr gute Anhaftung am Untergrund, leichte Verarbeitbarkeit und sehr effiziente. Maschinelle Verarbeitbarkeit hier eben äh, eine Sanierung doch sehr stark effizient gestalten kann. Ähm, deswegen hier Multimineralpor auch als Ausgleichsputz für den Innenbereich auf Mauerwerk. So, dann unser eigentlich lange bekanntes Produkt, der Multi Uh, LTM 81, Multifill, LTM 81, der multi-einsatzfähige. Wir wissen alle, eigentlich ist Schlitz und Verfüllmörtel auf Basis von Blättern und Schneidzement. Seit mehr als zwei Jahrzehnten bewährt, vertraut, bekannt. So, das Allerwichtigste ist, es ist ein mineralischer Schlitz und Verfüllmörtel, nicht brennbar, A1. Das ist schon das Wichtige für das darunter. Und man kann unglaublich viel Leichttonmörtel in Schlitzen und Hohlräumen sozusagen äh, zur Verfüllung versenken, ähm, was auf die Innenraumluftqualität dann durchaus durchschlagen kann, wenn ich das mit einem nicht-mineralischen Material gestalten würde. Aber wir haben diese wunderbare mineralische Variante. Er lässt sich auch nutzen als Gestaltungsmörtel, nämlich freigestaltbar. Ich habe hier so hohe Standfestigkeit, Stehvermögen, dass man innerhalb immer von einer halben Stunde wieder eine Schicht aufbauen kann, wieder eine Schicht antragen kann. Ich kann ihn eben äh, mit der Maschine verarbeiten und damit gespritzt sozusagen formen, kann eine vorgegebene Form. Sozusagen nutzen und daran antragen oder weiter auftragen. Ich kann aber auch verfüllend Formen nachbauen und das heißt, er ist äußerst flexibel auch in der Sanierung hier als Problemlöser einsetzbar. Das heißt also, Multifill LTM 81 ist das ideale Material, wenn zum Beispiel aus einem Getreidesilo ein Hotel werden soll, so geschehen in Bremen äh, das Kelloggsgebäude, gebäude der dicken Aufbau in einer hohen Schichtstärke bis zu 20 cm erfolgen musste, um dort dann die Dämmung eben aufbringen zu können. Ähm, das sieht dann so aus. Das, was Sie hier im Bild sehen, ist praktisch der Mock-up. Und ähm, die letzten Monate wurde eben das Projekt bereits in Umsetzung genommen. Wenn Wände krumm und schief sind, dicken Ausgleich im Duo mit geeigneten Putzträgermaterialien, also viel stärker als diese 30 mm, die der Multimen äh Mineralpor äh, MMP830 abdecken kann. Leichttomatil kann hier deutlich mehr abdecken, immer in Kombi mit einem Putzträger. Kann man einen dicken Ausgleich an der Wand vornehmen, wofür er sich hervorragend eignet? Das ist auch ein dicken Ausgleich in der Wand. Das sind zum Beispiel Heizkörpernischen, was in der Sanierung von 50er, 60er, 70er Jahre Bauten sozusagen in den Tausenden existiert und man sich fragt, wie man die ganz schnell verfüllen kann, damit die Wand sozusagen ähm, gleiches Niveau hat. Hier ist Schlechttonmörtel. Mineralisch das prädestinierte äh, Verfüllmaterial. Wenn aus der Wohnung nebenan keine Toilettenspülgeräusche zu hören sein sollen, Schallschutz sozusagen durch Vormauerung passieren soll, ohne dass ich vormauern muss, dann kann ich das mit Leichttonmaterial gestalten und das hat durchaus einen sehr auswirkbächtigen Aspekt weil eben hier der Leichttonmörtel direkt aufs Mauerwerk angetragen, aufgetragen wird und hier die ganze Installation verfüllt wird, wirkt sich das tatsächlich schon hörbar aus. Nämlich, dass wir keine Geräusche hören oder nicht in der Art wie bei Trockenbaulösungen. Wenn Schlitz-Hohlraumverfüllungen schnell und effizient sein sollen, ähm, dann ist Schleicht Model immer prädestiniert. Entschuldigung, muss ich mal kurz aus dem Bild gehen, dass man das sieht. Ähm, hier ist die maschinelle Verarbeitung ganz klar ein Wahnsinnsvorteil. Und wenn Gefachverfüllungen in den Tragwerken aller Art gefragt sind, dann ist Schleicht und Model auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Wir haben ein sehr schönes, interessantes Referenzgebäude, nämlich ähm, der historische Sitz. Der Paulaner brauerei in München hier wurde im Innenbereich sozusagen, salopp gesagt, sehr viel Leichttonmörtel versenkt, damit eben diese wunderschöne Gestaltung an der Oberfläche dann überhaupt möglich war. Alles, was an Fehlstellen, was an Hohlraumverfüllungen notwendig war, wurde in Leichttonmörtel realisiert. So. Also auch dieses Unsichtbare darunter macht dann eben einen Unterschied. Ob Räume wohngesundheitlich unbedenklich eben, äh, gestaltet sind. So, dann gibt es einen Problemlöser par excellence, der jetzt an dieser Stelle vielleicht ein bisschen komisch wirkt, aber wir wissen alle: ähm, Selbst in Sanierung werden im Nachgang häufig noch Beton-Einbauten erforderlich. Man ist immer unter Zeitdruck, ein Gewerk hat Verzug. Und dann geht es darum, dass vielleicht eine viel zu spät eingebaute Betondecke jetzt doch verputzt werden muss und es eigentlich mit Gipsputz nicht möglich ist, weil, wie wir da oben sehen, noch weit mehr als drei Masse Prozent an Restfeuchte im Beton vorhanden ist und damit das Schwindungsrisiko sehr hoch ist. Wir haben einen Problemlöser dafür, nämlich unseren... Multi-MpH-50, ein Kalkzementprodukt, das ähm, sozusagen ein Haftputz direkt auf dem Beton darstellt, und zwar für die Decke, für die Wände, direkt ohne Betonkontakt. Dieser Zwischenschritt entfällt total. Im Gegenteil, es ist erforderlich, dass der MpH-50 direkt auf dem Beton aufgetragen wird ähm, und kann dann eben rausgefilzt werden oder kann noch mit einer Kalklette überzogen werden, wenn ganz glatt gewünscht ist. Das heißt, dieser MPH 50 hat das Potenzial, sich sehr gut zu verhaften an der Betonoberfläche und gleichzeitig die Schwindung, die ein noch etwas zu feuchter Beton noch mitmachen wird, durchlaufen wird, eben mitzumachen, ohne dass es zu Ablösungen der Putzschicht von der Betonoberfläche kommt. So, dann... Haben wir in unserem Produktportfolio und ebenfalls inzwischen eco-zertifiziert äh, zwei CS1-Produkte? Und wir wissen alle, die Denkmalpflege in der Sanierung fragt häufig nach Kalkputzen in CS1, weil sie sich sicher sein wollen, dass dann möglichst wenig oder gar kein Zement mit dabei ist. Hat sich einfach so rauskristallisiert, dass das. Sozusagen nahe an der historischen Kalkputzverfasstheit eben äh, sein kann, sein soll. Ähm, hier die beiden Produkte der Traditio Calrino und der Traditio Cal Grund bieten hier eben für die historische Sanierung, auch fürs Denkmal, äh, sehr gute Möglichkeit, um eine wohngesunde Sanierung im Innenraum durchzuführen der Tradizio Kalkgrund als ganz klassischer Grundputz und der Tradizio Reno als ein Haftputz in ähm, Naturweiß, der schon eine sehr gemäßigte Festigkeit eben auch hat, sehr gute Verhaftung allerdings bietet und von daher auf bestehenden Kalkflächen historischen Kalkflächen häufig äh, sehr, sehr gutes Problemlösungspotenzial eben hier bieten kann, weil damit eine Überarbeitung, ähm, ohne dass man Angst haben muss, dass ähm, ja, zu hohe Zugfestigkeit einer äh, Putzbeschichtung eben dann auflaufen könnte, hier der Traditio Calreno ähm, eben eine gute Möglichkeit bietet und die Sicherheit, ungesundheitlich, Unbedenklichkeit. Also auch für Denkmal und für historische Substanz hier ähm, eine sehr gute Option. Dann gibt es auch zwei sozusagen Multiprodukte, die wir schon sehr, sehr lange im Portfolio haben, die man jetzt nicht vielleicht als erstes beim Putz verortet, sondern vor allem beim Mörtel. Aber es geht darum, by the way, alle Mauermörtel. Ähm, außer die Vormauermottel, aber alle anderen Mauermottel sind bei uns ungesundheitlich unbedenklich zertifiziert. Dies gilt auch und in allererster Linie für Puma 91 und für den Multi 61. Und den Multi 61, den möchte ich kurz nochmal ins Spiel bringen bei Sanierungen. Wenn ich äh, ein Mauerwerk ausbessern muss, ähm, wenn ich Treppenstufen ausbessern möchte, wenn ich ein Podest im Keller machen möchte, ähm, wenn irgendetwas ähm, Betonähnliches entstehen soll, ähm, in kleinerem Umfang, ist Multi 61 äh, sozusagen als äh, Beton ähm, ausführbar. Er ist ausführb-, äh, nutzbar als Mauermattel und er ist auch als ein sehr grober Putz oder Vorspritz eben nutzbar. Und eben unter dem Aspekt der wohngesundheitlichen Unbedenklichkeit hier im Innenbereich. Durchaus ein sehr adäquater Problemlöser für viele ähm, kleine Sachen in der Sanierung, die mal so einfach schnell anstehen und die man mit Multi 61 wunderbar lösen kann. So, kommen wir zu dem Hauptprodukt im Bereich Sanierung, nämlich den Sanierputzen. So, und da ist man ganz sicher, dass man auf jeden Fall... Allein am Markt sind. Wir haben seit sehr langer Zeit Sanierputze, WTA-geprüfte äh, Sanierputze, WTA-konforme Sanierputze im Programm. Wir sind einer der langjährigsten Sanierputzhersteller und Spezialisten im Markt. Aber was uns wichtig ist, wir haben die Problemstellung: Sanierputz, feuchtes, versalzenes Mauerwerk, beileibe nicht nur im Außenbereich. Sondern in der Sanierung haben wir das ganz, ganz häufig im Innenbereich. Und da es bei der Bestandssanierung häufig auch um Umnutzungen geht, dann ist es eben so, dass ja, wie viele Gasthöfe, wie viele Wirtschaften wird auch der Kellerbereich heute ausgebaut in einen Gastronomiebereich. Und auch dort ist es durchaus interessant und relevant ich habe die Problemstellung feuchtes, versalzenes Mauerwerk und ich möchte gleichzeitig ähm, ungesunde Räumlichkeiten schaffen, dann ist hier unser Sanierputzportfolio, ähm, das komplett eco-gelabelt, äh, eco-zertifiziert ist, eben äh, sehr sichere und sehr gute Möglichkeit, um hier ähm, dem Salz und der Feuchtigkeit zu Leibe zu rücken und gleichzeitig einen wohngesunden Innenraum zu schaffen. sieht man hier sehr, sehr schön ähm, in den alten äh, Gewölbegemäuern des Gerberhauses in Dschungau. Es wurde sehr lange äh, diese Räumlichkeiten als Stall genutzt. Da können Sie dann davon ausgehen, dass Feuchtigkeit und Salze eben eine Rolle spielen. Und hier kam Sanierputz zum Einsatz und es ähm, eine wunderbare Umsetzung dann eben mit Kalkbeschichtung und Anstrich und sind wunderschöne Räume daraus entstanden, wohngesundheitlich völlig unbedenklich ähm, und hier eben auch optisch sehr ansprechend umgesetzt. Es gibt weitere Produkte, die in der Sanierung einen sehr guten Klang oder eine häufige Nachfrage haben. Sanierputze, ähm, CS1-Produkte, aber auch Trassmörtel und Trassputze. Trass gilt seit jeher in der Sanierung sozusagen als das Bindemittel, was ähm, ein Kriechen äh, in der Schwindung oder in der Abwindephase eben durchläuft und damit langsamer schwindet das Rissrisiko reduziert und deswegen gehen sehr viele in der historischen Sanierung auf ähm, Trassprodukte und da haben wir ein Produktportfolio zwei verschiedene Trassmatten einen Trasszementmattel und einen Trassmauermattel also Trassgalkmattel und wir haben auch die Möglichkeit, eben mit Trass-Kalkputzen, einem groben und einem feinen, die Grundputzlage eben auszuführen. Vorher hatten wir den Multimineralputz zum Ausgleich. Bislang war hier unser Trasskalkputz kalkputz 04, KP04, eben prädestiniert, um einen dicken Grundputz auszuführen und sozusagen. Ausgleich auch auf einem Sichtmauerwerk äh, oder einem sichtigen Mauerwerk im Innenbereich eben zu schaffen als Grundputz. Trass haben wir also ebenfalls in diesem wohngesundheitlich unbedenklichen Produktportfolio sozusagen ganz umfassend zwei Mauermörtel und zwei Putze mit unterschiedlicher Körnung. Das heißt, effektiv, wenn wir jetzt zu den Kalkputzen kommen, die in der Sanierung natürlich auch eine ganz große Rolle spielen, dann sprechen wir nicht nur von unseren kalk sondern wenn wir die CS1 ähm, Traditio-Kalkprodukte und die Tras-Kalk-Produkte dazu dazurechnen, dann haben wir 18 eco-zertifizierte Kalkputze in unserem Produktportfolio und damit kann ich. Mit Sicherheit mit Fug und Recht sagen, dass wir eines der breitesten Kalkputzportfolios überhaupt im Markt bieten können. Das heißt, von Weißen über Zementfrei zu Maschinenputzen können wir ihnen alles bieten. Ähm, die sind alle Eco-Institut ähm, gelabelt äh, und damit wurden gesundheitlich unbedenklich zertifiziert. Das gilt für die weißen Produkte wie die Klimakalk-ESTs. Äh, es gilt für den äh, Klimakalkputz KP36W. Ähm, übrigens unser wichtigstes Kalkputzprodukt in unserem äh, Produktportfolio. Es gilt auch für unsere Maschinenputze wie KP35, KP37, Klimaspeed und Klimaleicht. Ähm, wie gesagt, Effizienz ist bei der Sanierung nicht zu unterschätzen. Das heißt, Maschinenputze, die eben ein schnelles, sicheres und gutes Verarbeiten zulassen, ist auch im Kalkputzbereich für einen Fachhandwerker ein sehr wichtiger Punkt. Sie sind zudem Nature Plus gelebt, eben weil im Konzern ähm, hier für alle Klimakalkputze gleich direkt der Eco-Footprint, äh, der ökologische Fußabdruck eben mit ausgewiesen wird, ähm, weil das doch sehr häufig auch nachgefragt wird, ist sozusagen dieser Bedarf an wohngesundheitlich unbedenklich und gleichzeitig nachhaltig, ähm, sich bei den Kalkputzen sehr stark überschneidet. Dann gibt es ähm, zwei zementfreie Kalkprodukte, die vor allem auch für die historische Sanierung und für die äh, Denkmalpflege durchaus eine Rolle spielen, ähm, weil eben dort häufig gewünscht wird, dass die Produkte im Kalkputzbereich komplett zementfrei sein sollen. Und dann haben wir noch zwei glatte weiße, nämlich eine... Ganz klassische Kalkglätte, Klimaglätt W, und eine Marmorglätte, unseren EST00 mit einem weit höheren Festigkeitenspektrum. Dieses Produkt kann nicht nur innen eingesetzt werden, sondern auch außen, weil es eben aufgrund seiner Festigkeit auch dafür geeignet ist. So. Kalkputze haben eine ganz besondere Besonderheit, nämlich dass sie unter wohngesundheitlichen Aspekten auch noch die Raumluft positiv beeinflussen in Bezug auf Ausbalancieren der Raumfeuchtigkeit. Und da gibt es gute Kombinationen und weniger gute Kombinationen. Wir haben die super Möglichkeit, dies an unserem Viva-Forschungspark im Konzern eben selber auszutesten. Ähm, hierzu verweise ich nochmal auf eben meinen äh, Vortrag äh, zur wir sind Wohngesundheit, da führen wir das äh, ganz dezidiert aus, was wir dort eigentlich machen. Und man sieht eben, dass Kalkputze, zum Beispiel das, was Beton ohne Putz zeigt, dass es sehr viele Feuchtespitzen gibt, die also weit über die idealen 60 Prozent relativer Luftfeuchte hinausgehen, durch Klimakalkputz sehr stark ins Mittel gedrückt werden kann. Also dieses Optimum von 40 bis 60 Prozent relativer Feuchte durch den Einsatz von Kalkputz ähm, sehr leicht handhabbar ist. Und das Gleiche gilt auch, wir können das, was Holz praktisch bieten kann, nämlich auch dieses Einstellen auf dieses optimale Mittelfeld von 40 bis 60 Prozent relativer Feuchte, kann Ziegel plus Klimaputz eben auch erreichen und damit ein optimales Raumklima schaffen. Das heißt, alle unsere Klimakalkputze ähm, sind sehr sorptiv, ähm, fokussiert auf die ersten drei Stunden. Das heißt, dass sie sozusagen nach einem akuten Feuchteanfall durch Duschen, Kochen, äh, sonst irgendetwas im Raum diese Feuchtespitzen abfangen. Mindestens so gut, wie das auch viele Lehmputze können. Und da ist es eben so, dass das hier unsere Klimakalkputze sozusagen antrainiert bekommen. Für uns ist das ein wichtiger Punkt, weil wir davon ausgehen, Kalkputz kann nie sehr gut reversibel. Er nimmt die Feuchtigkeit auf, fängt sie ab und gibt sie an den Raum wieder ab, wenn der Raum etwas trockener wird. Und das kann er reversibel immer wieder machen, ohne dass er selber davon negativ beeinflusst wird. Um diese hohe Sorptionsfähigkeit eben auch zu ähm, halten bzw. zu erreichen, ist es natürlich immer gut, wenn Kalkprozesse sozusagen unbeschichtet bleiben. Bei KP36W oder bei den ESTs ist das natürlich super optimal, weil sie schöne Weißtonfärbung haben ähm, und daher auch pur stehen bleiben können und nicht zwingend mit einem Anstrich beschichtet werden müssen. Faktisch auch die absolut beste Sorptionsfähigkeit zeigen die Kalkputze immer unbeschichtet. Kalkputz spielt in der Sanierung zum Beispiel hier an der Mühle in Rotis eine große Rolle. Man sieht hier, dass Kalkputze natürlich eingesetzt können, werden können wie eine Tünche. Sie können eingesetzt werden. Als Putz, als Mehrlagenputz. Sie können auch eingesetzt werden, um eben Räume in dieser historischen Anmutung durchaus auch zu unterstützen und gestalterisch eben zu untermalen und neue Impulse zu setzen. So. Das Gerberhaus, das hatten wir schon mal kurz gesehen in Schungau. Und hier habe ich noch ein paar Impressionen, zum Beispiel die Anwendung von zementfreiem Kalkputz wie AK 39 äh, in den Räumen, äh, welcher sogar in den Bädern befließbar ist. Durchaus eine sehr ansprechende historische äh, Sanierung, die den historischen Charakter zum einen ähm, sehr stark unterstützt hat und gleichzeitig wunderschöne moderne und schöne, gestalterisch offene Räume geschaffen hat. So. Klimafinish und Klimadekor machen Wohngesundheit farbig. Ähm, Im Kalkputzbereich etwas, was ähm, vor allem eco-zertifiziert, ähm, mit Sicherheit im Moment auch äh, sehr einzigartig ist. Mit Klimafinish können wir Sozusagen wie eine Kalkglätte farbige Oberflächen schaffen, in dieser wunderschönen kalkigen Wolkigkeit, ohne dass da nochmal ein Anstrich drauf muss. Ähm, man kann es auch ähm, in König haben ähm, als Klimadekor und natürlich ähm, können die auch gestrichen werden. Aber wie gesagt, beim Klimafinish ein großer Vorteil. Die Sorptionseigenschaften sind immer besser vom Kalkputz ohne Beschichtung. Und von daher haben hier die farbige Gestaltung plus die Sorptionsfähigkeit beides sehr gut zur Geltung. Eine weiße Kalkglätte kann so ausfallen, nämlich traumhaft schön, ausgeglättet, glänzend und trotzdem diese wunderschöne Kalkwolkigkeit, die einfach. Ein so schönes Ambiente schafft ähm, und eben eine wohngesundheitlich unbedenkliche Innenraumluftqualität garantiert. Ähm, das ist das, was wir mit unseren Produkten eben hier gewährleisten. Kalkputze können auch in der Geschichte enden, nämlich am Reichstag in Berlin. Da wurde vor vielen, vielen, vielen Jahren. Unser KP36W, ganz großflächig, schwammgekratzt, wie es die Berliner nannten, äh, eingesetzt. Bei uns ist das gefilzt, ähm, aber es ist egal, wie man die Oberflächenstruktur nennt. Sie ist schön, ähm, sie ist kalkputz- und diffusionsoffen und am Reichstag wurde hiermit unser Kalkputz sozusagen Geschichte. Ähm, und das hat ein schönes Moment in der Sanierung wohngesunde Kalkprodukte in der Sanierung, die es heute unter anderem mit ganz vielen anderen Produkten ging. Bitte, Sie finden alles, was ich Ihnen jetzt erzählt habe, in drei Broschüren, die Sie hier sehen. Für jede Sanierung die richtige Empfehlung. Sanova Saniersysteme und Sanieren natürlich wohngesund auf unserer Homepage und da finden Sie natürlich auch unser beispielsmäßiges Haus, welche Produkte wir überhaupt für welche Bereiche anbieten. Das heißt, Produktvielfalt plus die wohngesundheitliche Unbedenklichkeit ist vor allem in der Sanierung, glaube ich, ein ganz, ganz großer Pluspunkt, weil auf zertifiziert wohngesunde Produkte zu setzen in der Sanierung heißt, sich absetzen vom Wettbewerb. Diese Vielzahl an Produkten ermöglicht ihnen praktisch jede Problemstellung eine Lösungsmöglichkeit zu finden. Wir behaupten nicht, Allergiker geprüft zu sein, weil jeder von uns ist individuell, sondern wir behaupten, dass wir mit diesem Angebot dieser schadstoffgeprüften Produkte eben Allergiker schützen, dass die weniger Sorge haben müssen. Dass eben in die Innenraumluft etwas kommt, was ihnen nicht gut tut. Und wir wollen keinem Warn frönen, sondern wir wollen ihnen ein gutes, sicheres, strenges ähm, Prüflabel bieten, welches alle zwei Jahre seinen Prüfmodus sozusagen mit allen unseren Produkten wieder durchzieht und wir ihnen damit eine sehr hohe Sicherheit gewährleisten können, weil wir möchten die Gesundheit, die unser höchstes Gut ist, Sie dahingehend unterstützen, dass Sie sich eben für ungesunde Produkte entscheiden können. Mit hoher Sicherheit, mit hoher Gewährleistung und aber mit allen anderen Vorteilen, die unsere Produkte eben sowieso bieten. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihr Dabeisein. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.